Hallo und herzlich willkommen zu Alice Madness Returns. Wir starten auch gleich da, wo ich aufgehört habe. Prinzipiell spiele ich gleich weiter. Einfach nur, weil ich ins nächste Levelgebiet kommen will und das schaffen wir diesmal. Ihr könnt euch schon mal freuen, das ist von der Grafik her und der Umsetzung her mit meinem Lieblingsgebiet. Hier kommt wohl kein Zug mehr an. Und sie sieht aus, als würde sie Blut weinen. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen, aber das liegt daran, weil ich gerade rendere. Ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht so mitsehen. Wir speichern. Das ist immer sehr schön, während einem Flug zu speichern. Diese Welt sieht doch eher aus, als würde etwas zerstört werden in ihr. Was man ja schon gemerkt hat in der Realität. Scheinbar vermischen sich gerade Realität und Wunderland. Die arme kleine Maus. Die hat sie nicht mehr alle. Ja, die Umgebung sieht schon klasse aus, wie alles zerstört und runterfällt ins Nichts. Dort oben ist eine Erinnerung, die holen wir uns auch noch. Der ist weg. Wie kam ich nicht? Ich glaube, von hinten kam ich da dran. Auf jeden Fall holen wir uns die noch, keine Sorge. Was man der Kleinen doch alles zumutet, oder? Arme Alice. Sie kann einem manchmal wirklich, wirklich leid tun. Diese kleinen Zwerge nerven auch total. Na komm, greif an. Alice läuft ja noch ein bisschen. Was ich danach plane für Alice, weiß ich in echt noch gar nicht. Für Sherlock weiß ich ja schon, ich werde andere Sherlock-Teile spielen. Blind, weil ich die noch nie zuvor gespielt oder gesehen habe. Da werden wir mal gucken, wie das wird. Für Alice bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe mehrere Sachen auf der Agenda, aber ich weiß noch nicht genau, was es wird. Ich spiele ja Alice auch nur, weil es einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Von Grafik her, vom Leveldesign natürlich. Und die Story ist einfach einzigartig. Von dem her wird es schwer, einen Ersatz zu finden später. Aber ihr werdet ja sehen, ich werde es auf jeden Fall bei Facebook wahrscheinlich nochmal vorher präsentieren, was ich dann spielen werde und mal nachfragen, ob ihr damit einverstanden seid. Ich schreibe ja auch immer hin, wie die Adresse von meiner Facebook-Seite. Und natürlich freue ich mich über jeden Like, jedes Kommentar und jedes Abo, was ich bekomme. Ich bin ja noch nicht so lange da. Und dafür habe ich schon einige Views, was mich erstmal überrascht hat. Aber natürlich riesige Freude darüber. Und da jetzt eh nicht so viel passiert hier, kann ich darüber auch quatschen. Auch wenn ich mich natürlich konzentrieren muss. Wow, das sind sehr laute Geräusche. Ich werde die Geräusche wie immer ein bisschen runterpegeln. Weil in dem Spiel wirklich der Sound hochgedreht ist, das ist nicht mehr normal. Wenn ihr natürlich Wünsche habt, versuche ich darauf einzugehen. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das macht keinen Spaß. Rauchen ist schädlich, Kinder, damit ihr es wisst. Rauchen ist auch nicht cool, so wenig. Es ist Geldverschwenderei. Überlegt mal, wie viel Geld ihr sparen würdet, wenn, also falls ihr raucht, wenn ihr das aufgeben würdet.
Ach, da bist du. Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Glas. Was hast du gesagt? Tja, da ist so ein riesiger, ne? Ja, ja. Und kleine, natürlich. Hier ist es allerdings ziemlich einfach gegen ihn, weil er ziemlich leicht auszutricksen ist, wenn er hier in der Stelle steht. Wie gesagt, das ist nichts, dass ich keinen Bock habe, da gleich rein zu crashen, aber ich möchte auch nicht ständig sterben. Na komm. Und ja, nochmal zur Erinnerung, ich werde Sims 4 spielen. Es ist schon lange vorbestellt und es kommt ja in 2 Monaten raus, circa. Ein bisschen weniger, glaube ich. Ich glaube, 4. September oder so. Freue ich mich schon riesig. Wenn ihr Ideen etc. für die Charaktere habt, sagt mir Bescheid. Ich versuche natürlich darauf einzugehen und es umzusetzen. Ich kann natürlich nicht alles umsetzen, ist ja logisch. Aber es wäre halt schön zu wissen, ob ihr wollt, ey, spielen eine Frau, spielen ja, macht eine Familie, macht halt nicht. Ich hoffe auch, dass Jahreszeiten ziemlich zügig rauskommen, zügig, weil ich einfach Jahreszeiten absolut liebe. Und dann mal gucken, was sie für Add-ons rausbringen. Ich werde nicht alle kaufen, nur die für mich irgendwie sinnvoll erscheinen. Das habe ich schon immer so bei Sims getan, das werde ich auch jetzt nicht ändern. Aber einige Add-ons werden dazukommen, das verspreche ich. Nee, das ist echt nervig. Blub! Ich weiß auch gar nicht, mit Wasser sich, also mit Wasserbomben. Sieht aus wie so Puppenköpfe oder sowas. Weil sie so weiß erscheinen, wenn das Feuer weg ist. Traurig finde ich, dass bei... Vielleicht haben welche von euch den Film von Disney gesehen, natürlich Alice. Das war ja von Tim Burton gemacht, der sich eigentlich an American Makes Alice, also an dem Alice, das was ihr gerade seht, an den Spielen, wollte sich eigentlich orientieren. Da hat Disney aber leider gesagt, nein, das machst du nicht. Das ist kein Disney. Finde ich ein bisschen schade. Dadurch bin ich auch kein großer Fan von dem Film. Also ich finde, der gehört mit zu den Schwächsten, die Tim Burton gemacht hat. Ich weiß, damit trete ich jetzt welchen von euch auf die Füße. Aber für mich gesehen ist das wirklich einer der schwächsten Teile. Ich finde auch, naja, Johnny Depps Charakter nicht so... Ich mag Johnny Depp, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich mag ihn wirklich als Schauspieler. Aber er kann, wie viele andere, nicht alles spielen. Endlich ist dieses Viech tot im Übrigen. Ich hätte es schön gefunden, hätte er sich mehr an Miracle McGee's Alice orientieren dürfen. Aber wir kennen ja Disney. Obwohl es keine Geschichte ist, die der Herr Disney natürlich gemacht hat. Aber da es von Disney produziert ist, muss man sich halt dran halten. Aber die Story an sich hat mich halt nicht so gepackt. Muss ich zugeben. Nicht so meins, nicht so meins. Und das, obwohl ich wirklich Tim Burton Filme mag. Allerdings auch dieser Vampirfilm von ihm, Dark Shadows. War nicht so meins, muss ich zugeben. Also, komisch. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn mehrfach auch gesehen, aber er war jetzt nicht so, dass er mich dazu verleitet hat, ihn dann auf DVD später zu kaufen. Aber naja. Mal sehen, was die nächsten Teile von Tim Burton bringen. Und ich glaube nicht, dass American McGee einen dritten Teil von Alice rausbringen wird. Ach, da sind wir ja schon. Schön. Ich fände es natürlich
gut, wenn er einen dritten Teil rausbringen würde, aber die Story ist nach dem Teil doch zu Ende. Das wäre dann nur Ausschlachtung. Je nachdem halt. Er könnte sich ein anderes Märchen oder Geschichte einfallen lassen, die er umsetzen könnte. Wäre ich voll dafür. Und rechts, das ist das Gebiet, wo die Raupe wohnt. Aber wir gehen natürlich erstmal die Sachen einsammeln. Ist ja klar, wie immer. Passt immer. Ja, auf geraden Wegen bin ich gerne klein die ganze Zeit. Weil ich sonst auch leicht runterfalle. Und da ist wieder eine Erinnerung. Verbrannte. Ich weiß nicht, sowas würde ich einem Kind nicht erzählen. Und Alice ist ja doch irgendwie noch ein Kind, auch wenn ihre Fantasie ziemlich krank ist. Und ja, man kann krank dazu sagen, Leute, das geht. Denn ihr Wunderland ist nicht das Wunderland, was man sich für ein Kind erhofft. Aber nach dem, was sie erlebt hat, ist es ja wohl klar. Wir sammeln natürlich alles ein und gehen dann zu Raupi. Die wie immer am Ende zum Schmetterling wird, damit verrate ich jetzt nichts. Ich mache auch keinen Spoiler-Alert. Jeder, der Alice kennt, weiß das. Wir werden auch noch der Herzkönigin begegnen. Das ist auch kein Spoiler-Alert. Das ist auch ganz normal. Haben wir im ersten Teil schon, den ich ja jetzt nicht gespielt habe. Also, ich habe ihn schon gespielt, nur nicht auf YouTube gestellt. Einfach, weil ich nach meinem Umzug keine Ahnung mehr habe, in welche Kiste der liegen könnte. Die Umgebung gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, es trümmert alles und wir gehen zu Raupi. Dessen Gebiet ja noch ziemlich heile ist, muss man zugeben. Allerdings, den Berg, den wir hier sehen, dieser kleine Berg zumindest, nicht der große, der kleine Berg, ist da, wo wir dann draufkommen müssen. Der natürlich in unserer gleichigen Größe dann ziemlich groß vorkommt. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Ich finde das ziemlich seltsam, dass hier pro Rauchen eigentlich vorkommt. So kommt es mir zumindest vor. Aber ich glaube, so ist das eigentlich gar nicht gemeint. Weil Rauchen doch wirklich sehr schädlich ist. Es hemmt nicht dein Wachstum. Nicht, dass ihr das denkt. Es ist nur für eure Lunge ziemlich unschick. Und Krebs und so, ihr wisst ja. Steht ja auch alles auf der Packung drauf. Ich muss euch ja jetzt keine Reden halten. Unser neues Kostüm mit einer asiatischen Maske als Schleifenknopf, was auch immer. Ich mag das Kostüm sehr, sehr gerne. Ist nicht mein Lieblingskostüm, aber es sieht richtig cool aus und sehr passend. Weil wir doch eher in einem chinesischen Gebiet sind, wie ihr an den Schriftzeichen, die dort runterfliegen, vielleicht erkennen könnt. Oder an den Mahjong-Steinen, auf denen wir gerade uns befinden. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal Mahjong gespielt habt. Ich schon. Es macht auch irgendwie Spaß. Ich würde es nur nicht jeden Tag spielen wollen. Das Level-Design hier ist absolut grandios. Ich mag es einfach. Obwohl ich finde, dass sich so ein bisschen Chinesisch und Japanisch hier vermischt, aber ist ja auch nicht schlimm. Schon allein ihr Outfit. Ähnelt doch eher einem Kimono. Wie einer chinesischen Tracht. Aber trotzdem eine saumäßig gute Idee.
weiß noch, als ich es bekommen habe, hatte ich mich eigentlich auf das Level mit am meisten gefreut, weil man ja nur kurze Ausschnitte gesehen hatte damals. Ich habe es ja einen Tag vor Release-Date bekommen. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und ich glaube, innerhalb von 2 Tagen hatte ich es durch. Ich war danach groggy. Weil ich nicht ganz so viele Spiele mit Patch spiele und von dem her tut es einem dann doch nach einer Zeit ziemlich weh in den Fingern. Aber das war's wert, Leute, das war's wert. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht ins Wasser gehen kann. Weil man ja doch ein paar Mal getaucht ist. Oh je. Naja gut. Man ist ja doch im Wasser gewesen. Von dem her, warum ist hier das Wasser tödlich? Das frage ich mich immer. Aber naja. Da kann man wohl nichts machen. Das ist Wunderland-Logik. Die Soundeffekte natürlich ein bisschen angepasst an das asiatische Thema, wie ihr vielleicht mitbekommt. Ich mag es, wenn man die Schweineschnauzen im Übrigen sieht, wenn sie uns Wege eröffnen. Wer behauptet wahre Kunst? Und wir kriegen eine Erinnerung. Der kennt die Ästhetik des Ostens nicht. Ich mag ihn nicht. Ich finde ihn sehr arrogant in dessen Aussagen. Ich meine, er hat uns ja nicht geholfen, scheinbar. Er hat Alice ja nicht wirklich über den Tod ihrer Eltern und herauszufinden, was passiert ist, geholfen. Und hier liegt überall Blut rum. Das ist schon mal ein Vorbote. Auf die zukünftigen Kämpfe. Ich mag auch die kleinen Schreine, die sie dahin geplatziert haben. Das finde ich sehr süß gemacht. Und natürlich diese kleinen Windmuster, Wolkenmuster, die man aus China kennt. Unsichtbare Wege gibt es hier zu Genüge. Da geht es zur Raupe. Die Raupe wirkt ein bisschen grießcremig auf den Bildern, muss ich mal zugeben. Man weiß nie, ob man sich darauf freuen soll, sie dann zu erreichen oder nicht. Das da ist im Übrigen, also rechts, das verbrannte Ding, ist ein Haus der Ureinwohner. Ich nenne sie einfach Ureinwohner, ich weiß nicht, ob sie es sind. Und ich glaube, wir sind schon fast zu Ende mit der Zeit. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir werden uns das nächste Mal das Gebiet genauer angucken und gegen die neuen kämpfen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.